Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. So, dann schauen wir mal miteinander rein. Wie gesagt, ich heb den dann an. Der ist auch schon schwer. Und da könnt ihr dann sehen, den Futterteich, was ich rein habe. Die Bienen sind dran. Der halbe Futterteig ist noch drin. Das heißt, die haben ihn auch angenommen. Brauchen wir nichts machen. Brauchen wir um nicht reinschauen. Nur wenn der leer ist, dann müssen wir dann was tun. Ansonsten lassen wir die Bienen ruhen. Wenn der Futterbarz natürlich dann leer ist, so wie da, dann müsst ihr halt noch einen neuen reinschieben. Aufheben, raustun, reinschieben, so, zumachen, habt ihr keine Probleme. Schön rausgeholt, da krabbeln noch ein paar hin, die tut ihr halt dann vorne wieder reinschütteln. Dann ist das eigentlich wieder so halbwegs erledigt. So, dann bereiten wir den nächsten natürlich auch vor beim Gucken. Oh Gott, der ist aber schwer. Der müsste eigentlich noch drin haben und der ist nicht ganz so leer. Dann schauen wir halt da noch rein. Alter Schwede, nee. Müssen wir oben reinschauen. Das wird dann mal so nix. Dann nehmen wir mal den nächsten. Tun das dann mit einem Stein markieren, dass man da dann noch mal einen Blick reinwirft. Wenn du zu viel rein tust, ist es auch nichts. Ja, aber dann können es keine Eier legen, dann geht er da auch rein. Langsam nervös. Aber wenn ich das anders da reinschiebe, dann mache ich zu viel kaputt. So. Und dann hast du dann im Frühjahr die toten Bienen drin. Dann hast du natürlich. Dann bist du natürlich auch motiviert, weil es sind ja trotzdem irgendwo Viecher. Ja. Nicht.
5 Stück muss ich noch machen. Da brauchen wir nichts machen. Der schaut nicht gut aus, weil die haben den unten noch gar nicht angenommen, den Futterteig. Den haben sie auch noch nicht angenommen. Jetzt fängt es dann auch schon wieder zum Regnen an. Da habe ich jetzt bloß reingeschaut, weil ich möchte ja keinen aufschneiden und unnötig rumliegen lassen. Ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich den rumdrehe, abschüttel, dann sind die Bienen dann auch drunter. Sind natürlich nervöser, ist klar. Dann schiebe ich den nächsten einfach rein, klappe den wieder zu und fertig. So, das war's. 7 Stück haben wir gebraucht. Und jetzt schauen wir Oma mal noch rein. Aber da hole ich euch dann wieder dazu. So, da la. Jetzt habe ich alle durchgeschaut. Das heißt, 7 habe ich Futterteig einlegen müssen. Das heißt, 7 Völker sind super beieinander. Dann haben wir 3 Kästen, was eingegangen sind. Und 3 Kästen, wo wir jetzt nachschauen, die was wahrscheinlich schwach sind. Und 7 haben wir quasi mittendrin. Ja. Also 2x die 7, auch nicht verkehrt. Jo, da brauchen wir jetzt nichts machen, der sitzt jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5 Waben. Das wäre ein schöner Ableger, aber... Ja, also früher war das einmal ein mittelmäßiger Kasten beim Herbert. Also sagen wir jetzt auch mal dazu, ein mittelmäßiger Kasten. So. Die sitzen aber unten auch noch. Also ist es eigentlich ein recht guter Kasten. Der hat nämlich das Futter unten nicht so angenommen, wie er sollte. Das heißt... Das habe ich jetzt vergessen. Da holen wir jetzt noch schnell eine Futterwabe. Dann zeige ich euch das auch noch einmal. Im Frühjahr heißt es ja immer einengen, klein machen, Kuschelmodus. Am besten macht man es links und rechts mit der Futterwabe. Und zwar ist immer jeder dagegen, dass ich das aufkratze. Aber es ist eigentlich egal, ob Männlein oder Kind.
oder Frau, divers und sonstige Leute. Wenn ich mir eine Wassermelone kaufe, ein anderes Beispiel fällt mir jetzt nicht ein, und stell das am Tisch hin, dann kannst du die Wassermelone dann nach einer Zeit lang wegschmeißen, weil es keiner isst. Stellst du die Wassermelone aber aufgeschnitten hin, dann hält das Ding keinen halben Tag. Mir fällt da bloß das Wort Pomoppel ein. Pomoppel, Pomoppel sage ich zu einer Pomelo. Also ich liebe die Dinger, ja. Und wenn ich die dann esse, dann kommt immer so eine komische Hand von nebenan und futtert mir mein Pomoppel weg. Ja. Wenn du die Pomoppel aber bloß am Tisch stellst mit einem Messer, dann bleibt das Ding da stehen, bis es kaputt ist. Und so ist es meiner Meinung nach bei den Bienchen auch. Und deswegen kriegen meine Bienen eine aufgeschnittene Pomoppel. So. Aber eine reicht, weil wenn das Wetter passt, dann können sie sich ja von unten auch noch was holen. Aber wie schon gesagt, Faulheit siegt. Und deswegen machen wir das ja so. So, eine Station nebenan. Ein bisschen umschwenken. Also der Kasten ist eigentlich auch gut beieinander, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, wenn das unten so ausschaut wie da oben, ne, dann ist das einmal ein bisschen nichts. Der gehört jetzt genommen und mit einem anderen Kasten vereinigt. Ja, da ist unten nichts. Ja, da überlege ich mir mal was. Dann sagen wir bis gleich. Oder bis, ja, bis dann. Meine Freunde, ich sage jetzt, machen wir mal Schluss. Bienenvereinigung wird ein anderer Film. Da muss ja da auch ein bisschen, ne? Dann kann ich sonst. Sonst sind wir ja gleich fertig mit Filmen. Was ich noch zeigen will, ich habe jetzt Futterteigmäßig, dass ich mich nicht immer verquatsch, nehme ich das da. Ich kriege auch von der Firma nichts. Ja doch, kriegst du schon, ich habe Bezahlung halt, ne? Also, aber wie gesagt, das ist so, mit dem arbeite ich jetzt momentan. So, dann sag mal Dankeschön fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Servus!